Bilder eines ehemaligen Diktators vor Gericht. Es ist Jean-Claude Duvalier, auch Baby Doc genannt, hier in einem Gerichtssaal in Port-au-Prince 2013. Nun ist der frühere haitianische Machthaber tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Duvalier war 19 Jahre alt, als er an die Macht kam. Er folgte seinem Vater, François Duvalier, genannt Papa Doc, der gestorben war, nachdem er Haiti viele Jahre mit eiserner Hand regiert hatte. Sein Tod auch eine Enttäuschung für viele seiner Opfer. Erst im vergangenen Jahr hatte ein Gericht entschieden, dass Duvalier angeklagt werden könne wegen zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Duvalier hat stets die Verantwortung für Gewalt und Missbrauch während seiner Herrschaftszeit zurückgewiesen. Wie sein Vater vor ihm baute er auf eine Art Geheimpolizei, bekannt unter dem Namen Tonton Macoute, und auf den Einsatz von Brutalität und Gewalt, um die Menschen Haitis zu unterdrücken. Baby Doc hat die Armut seines Landes immer ignoriert. Er selbst, seine Frau und seine Freunde pflegten einen luxuriösen Lebensstil. Die Empörung und die Wut über diesen Lebensstil, verbunden mit der gewaltsamen Unterdrückung der Menschen, führten schließlich zu einem Aufstand. Duvalier floh aus seinem Land. Ein Vierteljahrhundert später kehrte Baby Doc in seine Heimat zurück, wo er nun starb.